wenn die Gegner eigentlich einfacher werden. Ich stehen hier Gedanken, was da noch zu leveln. Für die Skills. Würde ich behaupten. Und weil man das mit dem Leveln auch irgendwie nicht verhindern kann. Nicht Nico, halte ich ja auch. Das ist ja lustig. Wenn er kann, macht er das. Ich bringe euch Liebe. Und echt? Feuerwerk. Vor allem Feuerwerk. Eigentlich nur Feuerwerk. Weißt du, er hat die Titten vergessen? Ich bezweifle, dass er das gesagt hat. Okay. Okay. Aber eigentlich bezweifle ich es auch nicht. Also. Naja, mal sehen. Ich werde es auf jeden Fall mal anschauen. Schon allein, weil es ein Borderlands ist. Und weil ich mit meinen Leuten ballern will. Dann ist es auf jeden Fall ein Grund genug, das einmal anzuschauen. Ich glaube, das war, glaube ich, auch der Grund, warum wir es anschauen. Seit. Hast du noch nie Borderlands gespielt? Richtig. Weil mit Leuten ballern. Das war der Grund. Und weil Blacky es vorgeschlagen hat. Weil er mit Leuten ballern wollte. Ja. Nachdem wir vorher schon gemeinsam GTFO gespielt haben. Hä? Ach du. Genau, ich erzittere vor deiner mächtigen Mächtigkeit. Okay. Gut, epischer Schrott. Werdet ihr euch Darktide anschauen? Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, ja. Und wie sieht es Donnerstag mit Killing Floor 2 im Epic Store aus? Kommt da kostenlos raus? Da habe ich absolut noch keine Meinung dazu. Aber danke für den Tipp. Wir werden es uns mal angucken, würde ich sagen. Ob es was für uns ist und dann reden wir miteinander und wenn wir sagen, ja, das könnte was werden, dann ja. Wenn wir sagen, nö, das wird nichts, dann nö. Ganz logisch. Ich meine, dadurch, dass es gratis ist, kann man sich es auf jeden Fall holen. Ungeachtet dessen, ob es was ist zum Zocken oder nicht. Ja. Platziere das Dynamit für Dyer. Ja.
So. Put the dynamite down. Ja. Call the chopper. Schieß auf das Dynamit und versiegele den Bahn. Oh ja. Wie ich befürchtet habe, ist der Ursprung des Wahnsinns noch vorhanden. In die Höhle. Überoffen. Wir müssen den Ursprung des Wahnsinns finden und vernichten. Okay. Und Dark Tide ist für uns auch Pflicht. War weil mit Vermin Tide 2 viel Spiel. Ah. Auch eine Empfehlung, wenn die gesamte Stelle Actionzeit verbringen wollen. Ja, ich. Ja, eigentlich wollen wir ja langsam Action. Du meinst langsame Action? Wie kommen wir denn da hin? Durch den Eingang? Hä? So war da der Eingang. Scheiße. Warum ist da immer ein Eingang? Weil wir da das Dynamit platziert haben und drauf geschossen haben. Ausgesucht. Da ist ein Echo Lock. Ich meine, was ich auch sehr gut fand, war Deathwatch. Bevor das Böse sich verbreitet. War's das, war's Deathwatch? Ich glaube schon. Wünsche euch da viel Spaß und Erfolg. Ah, danke dir. Dir dann noch einen schönen Abend. Und danke fürs Vorbeischauen. Dieser Ort ist außergewöhnlich. Schlafer gut. Na, dann wird der Kristall recht haben. In der Dunkelheit, doch ich werde sie im Auge behalten für den Fall, dass sie meutern wollen. Der Kristall weiß es am besten. Merkwürdig. Ich finde keinen Kristall im Ladungsverzeichnis des Schiffs. Vielleicht sind meine Erinnerungsblocks fehlerhaft. Ja, das wäre auch meine Vermutung gewesen. Ah, jetzt. Nein. Ein Schrottkrufti, Mensch, wie süß. Hier ist denn schon die GT oder was? Nein, nein, nein. Auf der WGT rennt keine Schrott und keinen Schrottkruftis rum. Nur knicklich rum. Ja. Autsch. So grausam es klingt, aber es scheint, als müsstest du den gefrorenen Arm dieser armen Seele zerschmettern. Der Wahnsinn hatte sie ergriffen. Aber so war Dyer. Wenn eine schwere Entscheidung zu treffen war, stand für den Captain immer die Mission an erster Stelle. Jetzt? Jetzt dürfen wir durch. Aber gut, dann weiter in die Dunkelheit. Okay, ich hasse sowas. Ja. Noch mehr. Als ob man ihm zuhören würde. Ich schätze, ja. Als ob wir sowas könnten. Scheiße, ja! Multikill! Haha! Bis hierhin und nicht weiter! Noch mehr Gelaber. Ich erwarte. Ich habe das Gefühl, wir müssen das Ding hier gleich abfeuern. Den Kristall sah den Rest der Gruppe. Müsste gar nicht. Warum? Versuchen, den Kristall zu zerstören. Sie sind
sind jetzt alle tot. Und ich habe sie getötet. Der Kristall hat gesagt, es ist das Beste. Diese ganze Kristallsache verbreitet unangenehme Schäden. Wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Ein bisschen warm, aber ganz gut. Ich hoffe, dir geht's gut, auch gut. Sondern Dire. Wir müssen den Kristall zerstören. Verbinde mich mit der Steuerkonsole, damit ich die Minenausrüstung aktivieren kann. Nee, da. Es funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Kristall! Du wirst den Kristall nie kriegen! Nie! Es ist Captain Dyer selbst und er ist irre! Und ah, danke dir davon. Gerne. Okay. Nur denn. Okay, Captain Dyer ist tot. Das ging zu schnell. Schon? Nein. Das war doch sehr, also. Ich hab uns schon wieder Bohnen gegessen. Da, offensichtlich. Springbohnen? Springbohnen. Missionsbedingung. Okay. Wie bist du da auch gekommen? Gesprungen. Hä? Gesprungen. Machen wir doch mal was Einfaches. Wir schlitzen. Blümchen pflücken. Hä? Ist das da auch gekommen? Ich bin nur ein Affiliate auf Twitch. Ja, das kommt früher oder später. Ich habe auch ein, zwei Monate gebraucht, bis ich meine Affiliate zusammen gehabt habe, aber das dauert nicht lang. Das kommt schon nach und nach. Okay, jemand einen 27.000er Sniper? Welche Magazingröße, welche Schussfeuerrate? Magazingröße 8, Schussfeuerrate 2,1 pro Sekunde. Behalt. Okay. Auch nicht, wenn ich dir sage, dass er 35.000 Feuerschaden pro Sekunde macht. Okay, ich probiere sie mal aus. Aber ich bin gerade woanders hingeportet. Dann nehme ich es mit. Weil wir da oben noch Blümchen pflücken müssen. Was ist denn da oben? Wieder am Anfang des Levels. Nennt sich in Negul Neshai die Reisestation. Ja, hoffe ich doch. Ja, früher oder später wird das passieren. Da musst du einfach ein bisschen was am Ball bleiben und dann klappt das schon. Hallo! Hallo! Ja, warte mal, Satan, gebe ich dir kurz mal das. Das Dingsbums. Probieren wir es mal aus, wenn ich das richtige Level habe. Hast du noch nicht? Nope. Mir fehlt noch ein Viertellevel. Drei Zuschauer habe ich auch schon, aber die 50 Follower noch. Das kommt schon. Das kommt.
Die 50 Follower sind tatsächlich der schwierige Part bei dem Affiliate. Ich finde das lustig. Die SMG, die ich hier in der Hand habe, kann nicht schnell genug schießen, dass sie leer wird. Oh, Blümchen 1 ist gepflückt. Nein, eigentlich Blümchen 4. Ja, Blümchen 1. Herz an Herz, hörst du mich? Echt? Okay. Ich hasse dich. Irgendjemand wollte es haben. Ich kenne kein Blümchen. Hörst du jetzt auch wieder Jasmin Wagner? Richtig. Nein. Also, der Künstlername existiert noch, aber es ist mittlerweile die x-te Person, die dahinter steht. Achso, die wird immer wieder ersetzt. Das Original Blümchen ist schon seit langem nicht mehr dabei. Doch, doch. Also sie schwankt aktuell immer ein bisschen, je nachdem, in welcher Sendung sie ist, ob sie sich Blümchen oder Jasmin Wagner nennt. Habe ich das Gefühl. Naja, ich sag's mal so. Bei der Länge, in der sie du dabei ist. Gefunden, Guido. Jetzt komm zu mir zurück. Ich glaube, wir können schlitzen. Schlitzen? Ja. Achtung, ich porte. Also sie hat vor einem halben Jahr auch, glaube ich, erst wieder ein Lied rausgebracht mit Hommage an die 90er. Da nennt sie sich auch wieder offiziell Blümchen im Lied. Ja, okay. Dann hat sie das Recht tatsächlich wieder. Weil zwischenzeitlich waren es auch andere Sängerinnen, die hinter Blümchen standen. Echt? Okay. Ja. Das ist aus einem Klon. Also beim letzten Mal war hier mehr Action. Guido, folge mir. Oha. Ich weiß, was jetzt passiert. Ja.